Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Aufbruch sieht anders aus. Als sich die Partei Die Linke zwei neue Gesichter an die Spitze wählte, standen diese beiden Frauen, Susanne Hennig-Welso und Janine Wissler, vor einer nur schwer lösbaren Aufgabe. Nichts weniger nämlich als eine Partei zu retten, die immer weiter abzustürzen drohte und sich dabei immer mehr zerrieb, ob der Frage, wohin sie überhaupt will und mit wem. Das ist erst 14 Monate her. Und eine deprimierende Bundestagswahl später, und die jüngste Landtagswahl war nicht minder traurig, hat nun die eine der beiden hingeschmissen. Und das hat auch was mit der anderen zu tun. Sarah Frühauf. Pragmatisch, ernsthaft, hart in der Sache, aber auch zu sich selbst. Susanne Hennig-Welso tritt zurück. Schriftlich, selbstkritisch teilt sie heute mit, dass ihr und der Parteispitze der Neuanfang nicht gelungen sei. Wir haben zu wenig geliefert von dem, was wir versprochen haben. Enttäuschung bei Wegbegleitern. Ich weiß, dass eine langjährige Weggefährtin, Susanne Hennig-Welso, mich begleitet hat auf einen weiten Weg. Und ich danke ihr für diese Kraft, die sie auch mir immer wieder zur Verfügung gestellt hat. In Thüringen war sie erfolgreich die Strategin an der Seite von Bodo Ramelow, dem ersten linken Ministerpräsidenten. Regieren, das wollte Hennig-Welso auch in Berlin. Doch bei der Bundestagswahl erlebt die Linke ein Desaster, schafft nur knapp den Sprung ins Parlament. Das neue Führungsduo verfängt nicht beim Wähler. Bei der Landtagswahl im Saarland fliegt die Linke im Stammland ihres Mitgründers Oskar Lafontaine sogar aus dem Parlament. Hennig-Welso kommentiert das später so. Naja, ich würde jetzt mal sagen, der Grad bei uns beiden von Schnauze voll ist relativ hoch. Die Parteivorsitzende ist nie wirklich angekommen in Berlin. Schon bei ihrer Wahl vor einem Jahr wird deutlich, Hennig-Welso muss kämpfen. Nicht alle folgen ihrem Kurs, auch in Berlin regieren zu wollen. Hennig-Welso war in ihrer Funktion nicht glücklich, erklärt Gregor Gysi heute, und er fügt hinzu, sie ist auch nicht glücklich gemacht worden. Gemeint sind wohl auch innerparteiliche Machtkämpfe, an denen sich Hennig-Welso aufgerieben hat. Auch die Sexismusvorwürfe, vor allem im Hessischen Landesverband, haben ihre Entscheidung beeinflusst. Auch deshalb zieht Hennig-Welso heute ihre Konsequenzen. Die Parteijugend sieht Sexismus als strukturelles Problem. Dem müsse sich auch die Co-Vorsitzende stellen. Ob sie sich entscheidet, nochmal zu kandidieren bei den Neuwahlen, die kommen werden, müssen sie selber fragen. Natürlich muss auch die Rolle von Janine Wissler aufgearbeitet werden im Zusammenhang mit den aktuellen Vorwürfen. Wissler kommt aus Hessen, war dort Fraktionsvorsitzende. Sie hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert. In Berlin will man keine weitere Personaldebatte. Janine Wissler ist gewählte Parteivorsitzende, ist Mitglied meiner Fraktion, wie im Übrigen Susanne Hennig-Welso auch weiter. Und sie hat jetzt wie andere die Aufgabe, die anstehenden Parteitage vorzubereiten. Im Bundesvorstand sucht die Linke heute Abend einen Ausweg aus der Misere. Ein Film von Christine Schwietzer, und über den Rücktritt und die Lage der Linken habe ich vor der Sendung ausführlich mit Dietmar Bartsch gesprochen, dem Co-Fraktionschef der Partei im Bundestag. Guten Abend, Herr Bartsch. Guten Abend, Frau Mioska. Susanne Hennig-Welso sagte nach der verlorenen Saarlandwahl, der Grad von Schnauze voll ist relativ hoch. Wie hoch ist der heute bei Ihnen? Na, das ist heute kein schöner Tag. Gerade wenn man im Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen ist, wie ich, ist eine solche Mitteilung, die für mich überraschend kam, dann schon ein herber Schlag. Und ich glaube, er wird die ganze Partei auch ein Stück weit treffen. Ein Grund für den Rücktritt sind ja unter anderem auch die MeToo-Vorwürfe. Was ist denn da eigentlich los? Es scheint ja auch Fälle von Sexismus und Machtmissbrauch außerhalb des Hessischen Landesverbandes zu geben. Und die Linksjugend sieht mittlerweile schon ein bundesweites Problem. Ist es das? Also der erste Grund von Frau Hennig-Welso war der, dass sie familiäre Probleme so nicht mehr bewältigen konnte. Und der zweite war die grundsätzliche politische Lage. Als drittes hat sie genau das angeführt. Und ich glaube, dass wir all diese Vorwürfe sehr, sehr ernst nehmen müssen. Dass wir natürlich die Opferperspektive einnehmen müssen und dass es dringender Aufklärung bedarf und dann auch entsprechende Schlussfolgerungen. Aber ich sage auch ganz klar, ich bin da aufgrund mangelnder Kenntnisse im Moment zurückhaltend, weiß nur eins, dass wir in aller Ernsthaftigkeit das aufarbeiten müssen und dann, wie gesagt, Schlussfolgerungen ziehen müssen.
Aber hat die Linkspartei ein bundesweites MeToo-Problem? Was würden Sie sagen? Ich will diese Frage nicht beantworten. Wir haben offensichtlich auf diesem Feld Probleme. Die müssen struktureller Natur sein. Und das gilt es aufzuarbeiten, Schlussfolgerungen zu ziehen. Dann kann ich diese Frage auch beantworten. Jetzt wäre das vermessen, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Nun hat die Linkspartei ja nicht nur ein Problem mit den MeToo-Vorwürfen, sondern sie ist insgesamt zerstritten, gespalten und die jüngsten Wahlergebnisse sind niederschmetternd. Ist die Linke inzwischen bedeutungslos? Bedeutungslos ist die Linke keinesfalls. Wir sind die soziale Opposition im Deutschen Bundestag. Wir sind, wenn auch geschwächt, in Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag. Wir sind in 4 Landesregierungen vertreten, stellen Landräte, Oberbürgermeister und viele kommunale Vertreterinnen und Vertreter. Trotzdem haben Sie recht, wir sind in einer der schwersten Krisen unserer Partei. Ich weiß aber aus der Geschichte, wenn die Krise besonders groß war, war auch die Entschlossenheit der Mitglieder stark. Und ich wünsche mir, dass wir im Sinne unserer Wählerinnen und Wähler, und 2,6 Millionen Menschen haben uns bei der letzten Wahl gewählt, dass wir wieder Tritt fassen, dass wir unsere wirklich dringenden Aufgaben angesichts des Klimawandels, der Pandemie, der schreienden sozialen Ungerechtigkeit, des furchtbaren Kriegs in der Ukraine, dass wir diese Aufgaben wahrnehmen. Aber wenn man sich die jüngsten Wahlergebnisse ansieht, dann muss man konstatieren, offenbar hat es die neue Führung nicht geschafft, der Partei wieder mehr Bedeutung zu verleihen. Wenn Hennig Welsow heute neue Gesichter fordert, ist das dann auch eine Aufforderung, sich auch von Janine Wissler zu trennen? Nein, also zu sagen, die neue Parteiführung würde die Verantwortung für die negativen Wahlergebnisse im Saarland und bei der Bundestagswahl verantworten, das ist meines Erachtens falsch. Natürlich ist in dieser Zeit das nicht geschafft worden, aber ich glaube, dass wir grundsätzlichere, strukturelle, programmatische Probleme haben. Wenn es nur ein Problem der Linken in Deutschland wäre und wir etwas schräg wären, dann könnte man das schnell abstellen. Aber es ist ein Problem, was die europäische Linke betrifft. Und deswegen gilt es, sowohl die programmatische Erneuerung voranzutreiben, als auch strategische Fragen zu beantworten. Was ist unser Platz in der Bundesrepublik Deutschland? Was ist unser Platz im nächsten Jahrzehnt? Diese Fragen stehen an, denen müssen wir uns stellen und gleichzeitig entschlossen in den aktuellen Auseinandersetzungen eingreifen. Jetzt sagen Sie nicht zu den personellen Aufstellungen, die Susanne Hennig-Welsow ja explizit fordert. Wenn sie heute im Plural formuliert und explizit von wir spricht und von neuen Gesichtern, wie lesen Sie denn das? Also ich glaube, dass sie damit meint, dass es in dem Gremium, wo sie ja verantwortlich war als eine der beiden Vorsitzenden, dass es möglichst zeitnah dort auch Neuwahlen geben muss. Dazu beschäftigt sich der Parteivorstand mit dieser Frage. Und dann gilt es vor allen Dingen, dass wir gemeinsam, und zwar alle, die Verantwortung in den Ländern haben, die vielen aktiven Mitglieder an der Basis, wir in der Bundestagsfraktion, dass wir die Herausforderung annehmen und nicht zuallererst innerparteiliche Kriege führen. Diese Auseinandersetzung muss endlich der Vergangenheit angehören. Da helfen aber keine Appelle. Da möge sich jede und jeder an die eigene Nase fassen und etwas dafür tun, dass wir unserer historischen Verantwortung gerecht werden. Fassen Sie sich denn auch an die eigene Nase? Fühlen Sie sich von einer Forderung nach Neuaufstellung auch angesprochen? Sie sind ja auch schon lange in führender Position für die Partei tätig. Jede und jeder muss sich auch an die eigene Nase fassen, also ich auch. Selbstverständlich, ich bin gerade von meiner Fraktion überzeugend als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir wieder Fuß fassen. Aber selbstverständlich muss sich jede und jeder in Frage stellen. Ich bin allerdings entschlossen, wie aktuell hier in Nordrhein-Westfalen, zu kämpfen, dass wir wieder Fuß fassen. Da muss ich jetzt noch mal nachfragen, Herr Bartsch. Sie waren Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl zusammen mit Frau Wissler. Und Sie tragen doch auch Verantwortung für das Scheitern der Linken. Und das ist im Moment unübersehbar. Also die These, dass wir gescheitert sind, die teile ich ausdrücklich nicht. Ich war auch Spitzenkandidat bei der davorigen Bundestagswahl, da hatten wir 9,2%. Also wenn es so einfach wäre und wenn es nur daran liegen würde, nur zu. Aber ich glaube, unsere Probleme sind tiefer liegend. Nochmal, strukturelle Probleme, programmatische Debatten müssen wir führen, unsere strategische Positionierung überdenken. Das alles bei aktuellem politischen Agieren, das ist möglich.
Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und diejenigen, die jetzt in der Partei Verantwortung übernehmen, die müssen genau dieses mit uns zusammen als Fraktionäre schultern. Sagt der Co-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend. Und die Parteisprecherin äußerte sich gerade dazu, dass Janine Wissler die Partei Die Linke bis auf Weiteres erst einmal allein weiterführen wolle. Und zum Rücktritt der linken Vorsitzenden hat der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtstudios, Matthias Deiß, jetzt diese Meinung. Die, die einst eine mit AfD-Stimmen ins Amt gewählten Ministerpräsidenten in Thüringen ihren Blumenstrauß vor die Füße warf, hat jetzt das Handtuch geworfen. Nach nur 14 Monaten im Amt, als erkennbar frustrierte Vorsitzende, die einräumt, nicht geliefert zu haben. Es ist eine Selbsterkenntnis, die ebenso bitter wie richtig ist. Denn gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden ist es Hennig Welzow eben nicht gelungen, den Richtungsstreit zu befrieden zwischen jenen Linken, die sich stärker an urbanen Wählerschichten orientieren und jenen, die um jeden Preis verlorene Stammwähler im Osten zurückgewinnen wollen. Ostalgie, Nostalgie, linksliberaler Lifestyle. Die Linke bleibt zerstritten, mit sich selbst beschäftigt statt mit dem Wähler. Auch nach Putins Angriff auf die Ukraine zu wenig glaubwürdige Aufarbeitung der eigenen Russlandpolitik, dafür viel Anlass zum Fremdschämen. Das Resultat? Als kaum noch wahrnehmbare politische Stimme rettete sich die Partei 2021 nur mit Ach und Krach in den Bundestag. Vor wenigen Wochen im linken Stammgebiet Saarland dann ein noch größeres Wahldebakel nach dem Parteiaustritt von Lafontaine. Nicht ich, sondern wir haben zu wenig geliefert, schreibt die scheidende Vorsitzende jetzt. Und nicht ich, sondern die Partei hat Defizite im Umgang mit Sexismus. Braucht nicht ein neues Gesicht, sondern neue Gesichter. Ein deutlicher Fingerzeig auch auf die Co-Vorsitzende. Hennig Welzows Rücktritt könnte also nicht der letzte gewesen sein. Möglicherweise aber ist er die letzte Chance für die Linke, denn ohne echten Neuanfang droht der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Die Meinung von Matthias Deiß. Der russische Krieg gegen die Ukraine hinterlässt Tod, Leid und Verwüstung überall im Land. Doch keine Stadt leidet darunter so sehr wie diese. Das mittlerweile nahezu komplett zerstörte Mariupol. Die Eroberung der Hafenstadt am Asowschen Meer ist strategisch wichtig für Russland. So wichtig, dass es 2014 schon einmal versucht hat, sie einzunehmen. Und weil es damals letztlich misslang, scheuen die russischen Truppen dieses Mal keinen noch so grausamen Angriff. Wassili Golot. Etwa 100.000 Zivilisten sollen sich im zerstörten Mariupol befinden. Die Ukraine hat Busse geschickt, um Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der Hafenstadt in Sicherheit zu bringen. Ohne Erfolg, teilt die ukrainische Vize-Regierungschefin mit. Die russische Seite habe das Feuer nicht wie vereinbart eingestellt. Mariupol bleibt weiter umkämpft. Die Zivilisten, die sich im Azov-Stahlwerk aufhalten, haben keine Möglichkeit, ihre Schutzkeller zu verlassen. Sie haben Angst, weil der ständige Beschuss trotz der Ankündigungen der russischen Truppen über die Einhaltung der Feuerpause nicht zustande kam. Die ukrainische Seite schlägt Russland eine Sonderverhandlungsrunde in Mariupol vor. Mit unverminderter Härte geht die russische Offensive im Osten und Südosten der Ukraine weiter. Neben schweren Gefechten treffen Luftangriffe immer wieder mitten in Wohngebiete, wie hier in Kharkiv. Alles ist weg. In Mykolaiv verlassen immer mehr Familien die Stadt. Aufgrund der russischen Angriffe haben viele Haushalte keinen Strom und kein fließendes Wasser. Es ist nicht mehr sicher hier. Jeden Tag wird geschossen. Wir sind selbst unter Beschuss geraten. EU-Ratspräsident Michel hat sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen und der Ukraine zusätzliche 1,5 Milliarden Euro Militärhilfe zugesagt. Zelensky drängt auf weitere Sanktionen gegen Russland, die bisher an Deutschland scheitern würden. Was das Ölembargo betrifft, denke ich, dass Deutschland es dank des gemeinsamen Drucks der EU-Staaten, der Unterstützung der USA und auch des Vereinigten Königreichs tun wird. Russland rüstet auf und hat nach eigenen Angaben eine neue ballistische Interkontinentalrakete getestet. Anderswo gäbe es nichts Vergleichbares, sagt Präsident Putin und droht.
Diese Waffe wird diejenigen zweimal nachdenken lassen, die in der Hitze aggressiver Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen. Während Russland sich bedroht fühlt, kämpft die Ukraine weiter um ihr Überleben. Und je mehr russische Truppen die Ostukraine mit immer größerer Wucht angreifen, desto lauter wird die Diskussion darüber, wie der Westen jetzt der Ukraine zur Hilfe kommen muss. Und dass darüber so gestritten wird, das liegt auch an ihm. Auch der gestrige Auftritt des Bundeskanzlers konnte nicht ausräumen, was die Ukraine Deutschland vorwirft, nämlich zu zögerlich zu sein, Waffen zu liefern, schwere Waffen vor allem. Warum scheut sich Olaf Scholz, klar zu benennen, was Deutschland liefern kann, was Deutschland liefern will und was eben nicht? Über Worte und Waffen im Krieg, Michael Stempfle. Wieder sickert eine Meldung durch. Offenbar plant Deutschland, die Niederlande bei der Lieferung schwerer Waffen zu unterstützen. Die Nachbarn wollen Panzerhaubitzen 2000 in die Ukraine schicken. Der Beitrag aus Berlin? Wartung oder Munition. Vom Kanzler gestern keine klare Aussage dazu. Selbst Bundeswehrexperten verwundert. Ich sag mal so, ich bin aus der Pressekonferenz vom Bundeskanzler Olaf Scholz gestern nicht so ganz schlau geworden. Nicht nur die Niederlande, auch Italien erwägt die Lieferung von schweren Waffen. Das Verhalten Deutschlands dabei ganz ähnlich. Heute wird berichtet, dass man sich überlegt, sozusagen, dass die Italiener, deren Parlament gestern beschlossen hat, schwere Waffen zu liefern, den Ukrainern Panzer liefert, die die Deutschen dann für die Italiener wieder ersetzen. Also von daher sozusagen, man sperrt sich nicht gegen die Lieferung schwerer Waffen, aber man will es wohl seitens der Bundesrepublik Deutschland noch nicht oder gar nicht machen. Der Kanzler noch immer zögerlich. Wie kann das sein? Rückblick. Ende Februar. Nach Kriegsbeginn verkündet Scholz die Zeitenwende, gibt sich entschlossen. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Und nun, fast zwei Monate später, der frühere Außenminister Gabriel meldet sich zu Wort in einem Radiointerview. Statt Putin Grenzen zu setzen, sehen NATO-Staaten jetzt mehr Gefahren. Weil sie Angst haben, dass sie mit der Lieferung dieser Waffen sozusagen selbst eintreten in diesen Krieg und bei der anderen Seite bei Putin damit rechnen müssen, dass er solche Panzer versucht, mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen abzuwehren. Angst vor Putin? Entscheidend bei der Hilfe für die Ukraine seien die Spielregeln der Vereinten Nationen, so Experten. Eigentlich durch ihre eigene UN-Mitgliedschaft ist die Bundesregierung sogar zur Unterstützung verpflichtet. Nur wie unterstützen? Die Bundesregierung seit Wochen zögerlich. Die Außenministerin muss sich auf einer Reise nach Riga rechtfertigen. Andere Partner liefern jetzt gepanzerte Fahrzeuge. Ich möchte hier und deutlich sagen, das ist auch für uns kein Tabu. Zwar beteiligt sich Deutschland an der Lieferung von Waffen. Der Kanzler übernimmt aber international keine Führungsrolle. Warum? Unklar. Lieber belässt er vieles im Wagen. Und wir wollen noch einmal zu Michael Stempfle nach Berlin schalten. Denn nun gibt es, Michael, Hinweise, dass Deutschland der Ukraine den Kauf schwerer Waffen bei deutschen Rüstungskonzernen gezielt verweigert haben soll. Was wissen Sie darüber? Ja, es geht um diese Liste. Der ukrainische Botschafter selbst spricht ja von einer bereinigten Liste. Und da handelt es sich eben um die Liste von deutschen Herstellern mit Waffen, die an die Ukraine gehen sollten. Da sind wohl Schützenpanzer Marder runtergenommen worden oder auch Artillerieraketensysteme Mars. Wir hören übrigens auch aus den Niederlanden oder wir hören, dass die Niederlanden auch ein bisschen traurig sind, dass wir bei den gerade gesehenen Haubitzen 2000, die Deutschland sich eben nicht so beteiligt, wie die Niederlande sich das offenbar gewünscht hatten. Und der Grund mag sein, dass man jetzt eben doch nicht dieses politische Signal setzen will, ja, Deutschland sendet jetzt schwere Waffen oder schickt schwere Waffen an die Ukraine. Möglicherweise hat sich auch die SPD-Fraktion da durchgesetzt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Militärexperten sagen uns, dass all diese Waffen, von denen wir jetzt reden, die runtergenommen sein sollen von der Liste, kurzfristig keinen Erfolg gehabt hätten, möglicherweise in diesem Kampf, der dort stattfindet, aber mittelfristig der Ukraine eben genutzt hätten. Mhm. Danke für die Information und die neue Einschätzung. Danke, Michael Stempfle. Und auch das hat mit diesem Krieg zu tun, dass wir diesmal noch gespannter auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich schauen, als wir es ohnehin immer tun.
An diesem Sonntag wird Marine Le Pen gegen den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron antreten. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Macron diesmal unterliegt. Mit Marine Le Pen würde erstmals eine europafeindliche Rechtsextreme in den Élysée-Palast einziehen. Eine Präsidentin, die den Kontinent erschüttern ließe, da es gerade jetzt wichtiger ist denn je, dass Europa zusammensteht gegen den Angreifer im Kreml. Heute Abend fand nun das einzige Fernsehduell zwischen Macron und Le Pen statt. Sabine Boland. Roter Teppich etwas außerhalb von Paris. Warten auf die beiden Kandidaten. Zunächst kommt Herausforderin Marine Le Pen, wie sie sich denn fühle. Ruhig und gelassen wie schon seit Beginn des Wahlkampfs. Ganz so gelassen wirkt Präsident Emmanuel Macron heute Abend nicht. Ich bin konzentriert und bereit für eine Debatte, in der ich unsere Pläne für Frankreich erläutern kann. Doch von seinen Plänen konnte der Präsident viele nicht überzeugen. Hier in Montreuil, einer der benachteiligten Banlieues von Paris, haben die Wählerinnen und Wähler ihn abgestraft. Zu abgehoben, arrogant sei er. Kein Präsident für die normalen Franzosen. Die meisten hier wollen einen Wechsel. Ich war für Mélenchon. Der Linksaußenpolitiker hatte in den Pariser Vororten mehr als 50% der Stimmen bekommen. Seine Wähler sind im zweiten Wahlgang entscheidend. Aber jetzt eine Rechtspopulistin wählen? Ich fürchte um die Zukunft Europas, wenn Marine Le Pen gewählt wird. Ich bin pro-europäisch und ich glaube, dass Emmanuel Macron da besser platziert ist als Le Pen. Die Leute denken, dass Marine Le Pen schlecht ist, aber das ist falsch. Ich glaube, dass es besser für Europa ist, wenn sie gewinnt. Was den Krieg in der Ukraine angeht, wird sie keine guten Entscheidungen treffen. Sie ist doch pro Putin. Um den Krieg geht es natürlich auch im Fernsehduell. Außenpolitik, Macrons Steckenpferd, eines der zentralen Themen des heutigen Abends. Sie sind gegen finanzielle Hilfe für die Ukraine. Das ist falsch. Nein, ist es nicht. Macron in seinem Element, Le Pen in der Defensive, vor allem bei der Frage ihrer Abhängigkeit von Russland. Wenn Sie erlauben, kommen wir jetzt zum Thema Europa. Ich bin überzeugt, dass unsere Souveränität national und europäisch ist und die zwei ergänzen sich. Durch Europa werden wir unabhängiger in Sachen Energie, Technologie und Verteidigung. Es gibt keine europäische Souveränität, weil es kein europäisches Volk gibt. Ich will in der EU bleiben, aber ich will sie tiefgreifend verändern, um eine europäische Allianz der Nationen entstehen zu lassen. Ganz klar, Le Pen will nationales Recht über europäisches Recht stellen, Sprengstoff für die EU. Wer wohl die Wähler in Montreuil überzeugen konnte? Ich wähle wie viele andere am Sonntag nur, um die Rechtsextremisten zu verhindern. Es ist allerdings ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie ist in Frankreich nicht die Einzige, die so denkt. Sabine Rau hat das TV-Duell für uns beobachtet. Wer konnte in Ihren Augen mehr punkten? Also man muss sagen, beide bemühten sich heute Abend um eine sachliche Debatte. Marine Le Pen präsentierte sich eher als Anwältin der einfachen Französinnen und Franzosen, wirkte aber durchaus angespannt. Macron sehr viel lockerer, zeigte sich sattelfester bei Wirtschaftsdaten und Fakten, insbesondere bei dem für die Franzosen sehr wichtigen Thema Kaufkraft und in der Außenpolitik. Da konnte er schweres Geschütz auffahren, konnte Marine Le Pen eine Abhängigkeit von Putin und von Russland vorwerfen, weil sie nämlich für ihren letzten Wahlkampf Millionenkredite aus Moskau erhalten hat. Sie konterte dagegen und sagte, naja, französische Banken hätten ihr kein Geld geben wollen. Bleiben wir noch mal kurz bei der Außenpolitik. Wir schauen ja diesmal ganz besonders gespannt auf diese Wahl, da jetzt im Ukraine-Krieg Frankreich eine wichtige Rolle spielt. Was käme da auf uns zu, auf Deutschland und auf Europa, wenn Marine Le Pen die Wahl gewinnen würde?
Die Zahlen sprechen zwar im Augenblick nicht dafür, aber sollte es so kommen, so ist eins klar, sie will ein anderes Europa. Sie spricht zwar nicht mehr vom Austritt aus der EU Frankreichs oder aus dem Euro, aber sie will eine Einschränkung der Freizügigkeit und des Binnenmarkts. Sie will französisches Recht über EU-Recht stellen. Sie will die französischen Beiträge in die europäischen Kassen drastisch reduzieren. Das alles ist mit den derzeitigen Verträgen nicht vereinbar. Also da will sie ganz klar auch die Konfrontation mit Brüssel und mit der deutsch-französischen Freundschaft hat sie auch nicht viel im Sinn. Das hat sie an anderer Stelle schon deutlich gemacht. Sie will die Rüstungskooperation, die vereinbarten beim Thema FCAS und gemeinsamen Panzer, aufkündigen. Also wir hätten es dann sicherlich mit einer, sagen wir mal, ziemlichen Krise Europas zu tun, wenn hier in Frankreich am Sonntag Marine Le Pen gewinnen würde. Dann schauen wir umso gebannter auf Sonntag. Danke für die Einschätzung, Sabine Rau. Ja, und mit diesem Blick aus Frankreich wollen wir uns für heute verabschieden. Morgen gibt es Tagesthemen wieder zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Bis dahin eine gute Nacht.